Zurück zum Hotel und runter in den Bunker. Okay, los geht's. Seit über 2 Jahren entlastet Notpfote als sogenannte Helfeshelfer ukrainische Organisationen an der Front, indem sie Tiere ins Landesinnere und in Richtung NATO-Grenze evakuieren. Gerade jetzt, während einer der größten Angriffswellen seit langem, ist die Not an der Front unfassbar groß. Die Soldaten evakuieren tagtäglich weitere Tiere und das Partnertierheim von Notpfote wird das weitere Vorrücken der russischen Streitkräfte nicht überstehen. Wir sind jetzt hier bei der ersten SOS-Anlaufstelle. Hier ist unter anderem ein kleines Interims-Katzenheim entstanden zu Beginn des Krieges in der Ukraine. Das ist immer wieder eine schwierige Entscheidung. Läuft man öfter oder läuft man lieber einmal richtig schwer? Ich glaube, die Antwort ist klar, oder? Man läuft einmal richtig schwer. Das ist deine Meal Prep jetzt für den Trip? Das ist die Meal Prep, ja, für heute. Wichtigster Punkt hier für heute ist, wir werden die Einsatzfahrzeuge beladen, übernehmen und dann über die Grenze fahren. Verpflegungskiste und Equipment wäre gut, ne? Ich kann die Aufkleber auch leider nicht wegziehen. Wie fühlst du dich dabei, jetzt hier das Auto vorzubereiten? Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich zwar ein realistischer Mensch, aber wahnsinnig optimistisch. Deswegen gehe ich natürlich nicht davon aus, dass derartiges passieren könnte. Aber Safety first, deswegen packen wir das mal ein und werden das irgendwie stramm verzurren. Wenn die im Auto die haben wir weggeräumt. Ich glaube, die haben wir nur dahin geräumt, weil wir vorhin die Bank erst eingebaut haben. Weil ja. Das Auto kommt gerade frisch aus der Küche. Ich wollte das mal irgendwo hin. Ist da noch mehr? Also wir haben letzten 2 Wochen viel diskutiert im Team. Machen wir das jetzt bei der größten Angriffswelle? Aber gerade jetzt ist halt die Not so unendlich groß und das Tier war ja auch sehr voll. Habt ihr ja gesagt. Haben die auch einen separierten Einsatzplan oder ist das unserer? Das ist unser. Gemeinsam. Und wenn nicht die Person an der Seite, ich fahre, dann. Das letzte Mal muss ich dann zu Boden sein. Haben wir alle ein Problem mit der Last. Da müssen wir einen notariellen Organisationsbescheid. Okay. Dann müsste mich dort hinsetzen. Einer schaltet, der andere gibt Gas. Das ist nur, wenn wir oben Richtung Odessa, Herson fahren, sehen wir alle neutral aus. Camouflage ist weggelassen. Genau, und die Jacke holen wir auch mal. Die können wir auch im Tierheim lassen dann. Die lassen wir in der Ukraine im Tierheim. Was ist mit neutral grün weglassen? Ja, so wie du jetzt bist, vielleicht ohne Cappy. Ja. Du siehst, Manu ist super neutral. Du bist neutral, das ist fein. Ich bin eingesetzt als Reporter quasi, als Journalist hier. Als ehemaliger Soldat besitze ich neben Ausbildungen in Bezug auf taktische Verwundetenversorgung auch Fähigkeiten zum Thema Informationsgewinn und natürlich dann auch die Auswertung. Ja, auch für dich, ne? Ganz wichtig, wir bleiben immer auf asphaltierten Wegen, ne? Weil auch gerade ab Herson sind viele Minenfelder. Wir bleiben nur auf Asphalt. Ne? Wenn du pinkeln musst, dann musst du auf die Straße pinkeln. Ne? Freust du dich, die nächsten Tage hier in dem Fahrzeug zu verbringen? Ich freue mich einfach, gemeinsam mit diesem super Team die Mission jetzt hier zu wuppen. Und wir haben sogar die Möglichkeit, uns auch hinten hier auf die Pritsche zu legen, wenn die Futtermittelspenden entladen sind. Also ich meine, mehr Luxus kannst du da, glaube ich, in so einer Region nicht erwarten, oder? Der Otter ist dabei.
Der wird uns Glück bringen auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns erwartet. Ich meine, wir fahren in ein Kriegsgebiet, in ein Krisengebiet und wir werden bestimmt einige unschöne Sachen sehen. Der Partner des heutigen Videos ist Clark und unterstützt uns bei unserer Mission hier in der Ukraine und macht das Ganze möglich. Als Tierhalter hat man oft die Risiken von unüberschaubaren Kosten, gerade im Krankheitsfall. Hier ist es wichtig, eine passende Versicherung zu finden, ob es ein Rundum-Sorglos-Paket in Form einer Krankenversicherung ist oder ein OP-Schutz, aber auch die Haftpflichtkomponente ist essentiell. Unser Hund Dino ist das beste Beispiel, wie schnell exorbitant hohe OP- oder Reha-Kosten entstehen können. Eine OP-Schutzversicherung oder eine Tierkrankenversicherung können diese Kosten abfangen. Außerdem habt ihr bei Clark die Möglichkeit, den Bedarfscheck zu machen. Das heißt, ihr könnt bereits bestehende Versicherungen uploaden und könnt vergleichen. Ladet dazu die Clark-App herunter, gebt den Code T800 ein, ladet bis zu 3 Versicherungen hoch und ihr erhaltet pro Versicherung einen Best Choice 15-Euro-Gutschein, den ihr zum Beispiel bei Amazon oder bei H&M einlösen könnt. Also unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link. Hast du sehr gut gemacht. Derartige Evakuierungsmissionen bergen natürlich ein extrem hohes Risiko. Und deshalb sind wir nicht nur entsprechend vorbereitet, sondern haben in den letzten Jahren auch wirklich zahlreiche Trainings, Workshops, Zusatzausbildungen für Einsätze in derartigen Krisengebieten absolviert. Wir nähern uns der Grenze. Und wie man sieht, es ist niemand mehr auf unserer Fahrtrichtung unterwegs hier. Scheint nicht ganz so beliebt zu sein, wo wir jetzt hinfahren. Aber ich glaube, genau das rechtfertigt unseren Grund und unsere Mission. Wir sind mit der Organisation über die Grenze gekommen, viele Kontrollen, das Gepäck wurde durchsucht, wurden Fragen gestellt zu den verschiedenen Sachen, die wir dabei haben. Und da mussten wir durch mehrere Checkpoints durch, um dann letztendlich hier einzureisen. Und man merkt auch wirklich, die Stimmung hier ist ganz eine andere. Normalerweise bin ich da nicht so pingelig, aber somit möchte ich nicht gerne nach Sperrstunde noch in der Region Auto fahren. Wieso, was ist mit der Region hier? Nein, wir sind bei Hersson sind nach Sperrstunde. Auto heißt Licht und weiß natürlich Dunkelheit. Ah ja, okay, gut, klar, logo. Sperrstunde ist 10 Uhr, ne? Und Hersson, ja. Ja. Das ist das nächste Einzelgebiet, ist so Lviv, schon mal was passiert ist vor ein paar Wochen. Das ist auch knapp 3,5 Stunden entfernt. Naja, also es ist schon sicher, es ist schon die 70%ige Sicherheit. Es sind nur 30%, dass was passieren könnte. So fühle ich das, ja. Ja, genau. Ja. Nur 30%, das ist schon sehr hoch. Das ist schon extrem gefährlich. So. Transkarpatien ist wunderschön. Es sieht wunderschöne Berge. Ja, genau. Es sieht wunderschöne Becher. Mhm. Danach gibt es aber auch so die Strecken gefühlt, da fahren wir 8 Stunden geradeaus. Ja. Wir wollen dann ein paar Jahre existieren. Da haben wir aber schon eine Scheune, ein kleines Katzenhaus. Zwinger, Zagelfisch einmal ganz kurz, wenn das laden wir dann nochmal ganz schnell die 500 Kilo Trockenfutterspende für das Tier mit Person ein. Wir müssen uns aber derbe beeilen, weil wir halt auf die Strecke müssen. Wenn wir nicht in die Sperrstunde kommen. Die Straßen sind richtig im Arsch. Die Straßen sind natürlich ein komplettes Kapitel für sich. Also ich dachte, Deutschland hat schlechte Straßen, aber die Ukraine hat auf jeden Fall schlechtere Straßen. Schlaglöcher, die 30, 40 cm tief sind. Man muss halt wirklich aufpassen, dass man hier achtsam fährt und keine Fehler macht, damit man nicht eine unnötige Panne später hat. Denn wir haben massiven Zeitdruck und das ist der Grund, warum wir jetzt auch richtig Gas geben müssen. Nur die kleinen Snacks für zwischendurch für die Straßenhunde. Schwarzen Dach. Mhm. Das ist unser Tierheimgrundstück. Süß. Da fahren wir jetzt drauf zu quasi. Also wir parken da gleich drauf, dann machen wir das Tor auf. Willkommen bei unserem Tierheim. Leistung mit Alexandra. Die meisten Hunde, die hier sind, sind aus Kiew oder Kharkiv oder Cherson. Das sind evakuierte Tiere, die wir hierher geholt haben, weil wir die Tierheime dort vor Ort entlastet haben.
Wir wollten eigentlich erst klassisch zur Eröffnung das Tierheim dann voll machen, aber der Umstand des Krieges hat uns keine Ahnung abgelenkt. Hier wird noch eine Krankenstation für Tiere entwickelt. Ja, genau. Und mindestens, dass die Hunde mindestens einmal am Tag rauskommen und Freilauf bekommen. Damit die nicht immer an diesen Kennels hängen. Und jetzt endlich kriegt das Ganze dein Gesicht so. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich habe noch nie ein so geiles und so gut durchdachtes Tierheim-Konzept gesehen, wo einfach Tierwohl at its best praktiziert wird. Das ist schon, das ist echt außergewöhnlich. Was denkt ihr, was habt ihr noch so platzmäßig, was fühlt ihr noch, was noch reingebaut? Platz haben wir, aber was haben wir? Gewicht ist. Wo sind alles? 300. So, machen wir. Können wir machen, ja. Krasse Arbeit. Hallo, Matze. Oh, bye bye. Bye bye. See ya. Ja. Okay, bye. 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 Thank you. Thank you. Wo ist denn der Stefan, Mann? Ich bin ein bisschen froh, dass wir jetzt tatsächlich hier diese, ja, sagen wir mal, horizontale Route wählen können und nicht über Lviv fahren. Da hatten sich ja auch schon mal ein paar Raketen hin verirrt. Obwohl. Schiebst du die Karte an oder was machst du da? Ich versuch Schwung zu generieren. Kolonne verloren, wir sind überladen, wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam. Und selbst Schwung holen bringt nichts. Wir brauchen 4 Kilometer, um den LKW überholen zu können. Und der stramme Kolonnenführer hier hat richtig Gas gegeben und wir kommen hier mit dem 280.000 Kilometer Auto hier nicht hinterher. Da ist kein Bums drin. Der hat 800 Kubik oder sowas. Sämtliche Versuche sind gescheitert. Nein, der 1,8 Liter, aber der ist halt einfach nicht zum Überholen gemacht. Vor allem mit einer halben Tonne Hundefutter hinten drin. Ein einziges. Wie random, einfach so mitten drin. Orthodoxe Kirche. Sogar bergauf. Mit Schwung geht's. Schwung geht's. 100 Kilo Schwungmasse. Was auch sehr geil ist hier in der Ukraine, ist, dass dich andere Verkehrsteilnehmer nicht vorsätzlich versuchen umzubringen, indem sie dich zum Beispiel in den Gegenverkehr drängen, wenn du überholst. Es gibt hier relativ breite Fahrbahnen. Es ist ein Miteinander, kein Gegeneinander. Lkw-Fahrer geben dir Zeichen, wenn du überholen kannst. Man bedankt sich, sie blenden auf. Du möchtest anhalten, den Lkw-Fahrer danach umarmen und mit ihm einen Kaffee trinken. Das ist einfach schön. Du wirst sogar an der Tankstelle auf einen Kaffee eingeladen. Ja. Und also es ist, hier ist irgendwie ein anderer Zusammenhalt zu spüren. Das ist schon krass. Das ist richtig cool. Wir müssen nämlich wahnsinnig viele Straßensperrungen umfahren. Autobahnen sind nicht nutzbar. Bedeutet, wir sind hier sehr ländlich unterwegs. Es ist teilweise sehr bergig, sehr gurgig. Das macht es natürlich abenteuerlich. Ja, es gibt einzelne Regionen mit unterschiedlichen Sperrstunden. Es ist auf keinen Fall ratsam, sich außerhalb der Sperrstunde mit Licht auf offener Straße zu bewegen. Ja, und es ist gar nicht so übersichtlich, weil klar, die Großstädte haben eindeutige Sperrzeiten, aber eben auch die Regionen. Und es ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, wann hört welche Region auf und welche Sperrzeit betrifft dich dann. Das müssen wir jetzt nochmal im Team entscheiden und dann gucken. Zeit ist derzeit 6.30 Uhr PM, also abends. Und die erste Sperrzeit bei Kherson beginnt schon um 20 Uhr. Also nicht mehr ganz so lange hin. Und wir sind noch sehr weit von unserem Ziel entfernt. Wir halten, wir müssen kurz ruhen und dann fahren wir um 4 Uhr weiter. Weil wir haben nicht die kompletten Kilometer geschafft, weil jetzt geht die Sperrstunde los. Das heißt, so,
wir sind jetzt angekommen hier in der Bro Bar. Jetzt gleich Sperrstunde ist und wir uns dann draußen nicht mehr bewegen dürfen. Heute ein bisschen schlafen, jetzt ausruhen. 800 Kilometer, 2 Stunden ist Strand. Ist brutal. Letzter Abend, morgen geht's Richtung Front. Da hinten schon jetzt hier Material vorbereitet. Es kann sein, dass es absolut entspannt wird, wieder reinfahren, die Tiere aufladen, wieder rausfahren. Es kann natürlich auch sein, dass Shit Hits the Fan, wir von Artillerie beschossen werden und alles wirklich ein absoluter Albtraum wird. Und es gibt Menschen, die das jeden Tag machen, den ganzen Tag, die da gebunden sind. Diesen Menschen gebührt definitiv Respekt, die in dieser ständigen Situation leben müssen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wie ist die aktuelle Lage? Die Sperrstunde ist genau jetzt zu Ende. Es ist 5 Uhr. Wir können losfahren. Magst du noch was haben? Komm her. So, komm mal her, du. Ja, komm, wir gönnen dir. Ja, warum auch nicht, das will ich erklären. Oh. Nach 3 Stunden Schlaf, beziehungsweise 3,5 Stunden Schlaf, man warte, merkt... Warte, ich muss hier erstmal mich ausknistern. Oh. So, nach 3 Stunden Schlaf ist es natürlich schwierig, dass man richtig crisp ist. Aber man muss sich halt die ganze Zeit ermahnen, dass man trotzdem fokussiert ist, weil jetzt geht es um die Wurst und wir fahren genau in dieses Einzugsgebiet, wo man halt einfach die Fresse halten muss. Ja, ich muss es einblenden. Eigentlich. Ich finde es sympathisch. Hilfe. Es ist sehr, sehr spannend. Wir haben wenig geschlafen. Ich muss sagen, mit so wenig Schlaf und dann mit so einer Situation konfrontiert zu werden, das ist definitiv noch mal anders. Aber ja, wir sind ja verantwortungsbewusste Menschen. Wir werden das Ganze eine Stunde vor Ankunft nochmal im Team besprechen, Sicherheitsmaßnahmen durchgehen und dann die Entscheidung fällen. Und du so? Ich fahre. Ich bin hier, um zu fahren. Und die ganze bis wir da sind. Oder wie war das eben? Wir machen gerade eine kurze Pause, weil wir jetzt in knapp 3 bis 4 Stunden da sind. Und machen nochmal Pipi-Pause, Kaffee. Wir haben gerade eine schwangere Hündin entdeckt, die haben wir nochmal kurz angefüttert bzw. Essen hingelegt. Und gleich bereiten wir uns für den Einsatz vor. Aus der Richtung hört man auf jeden Fall schon mal Luftalarm. Wir kommen jetzt so in die Region, wo es ein bisschen gefährlicher wird. Wir haben jetzt das erste Mal gerade Luftalarm gehört. Also wir kommen der ganzen Sache näher. Wie fühlt ihr euch dabei? Es ist definitiv ein mulmiges Gefühl, auch wenn ich glaube, relativ rational zu sein, bin ich natürlich nicht so abgeklärt, als dass ich das jetzt völlig cool einfach durchlaufe. Ich bin natürlich aufgeregt. Natürlich geht man auch diverse Eventualitäten durch, weil auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass etwas passiert, gibt es halt immer die Möglichkeit. Also man hat so Wahrscheinlichkeit versus Möglichkeit. Dein Gehirn ist dann in einem anderen Modus und das kann ich nicht leugnen. Es ist auf jeden Fall eine angespannte Situation. Ja, wir sind natürlich bestens gebrieft worden. Wir haben genaue Instruktionen für verschiedene Szenarien bekommen und somit sind wir bestmöglich vorbereitet auch auf diese gefährliche Situation. Und wir haben natürlich auch unterschiedlichste Trainings in den letzten Jahren absolviert. Das darf man auch nicht vergessen, dass wir eben im absoluten Worst Case auch wissen, wie wir uns selbst zu versorgen haben. Und dass man da dann einfach vernünftige Entscheidungen im Kollektiv, im Team trifft und nicht irgendwie ja, in Panik ausartet und irgendwie sich in der Hundebox versteckt oder wegrennt oder so. Das ist auch noch ganz wichtig. Ne? Das ist nicht nur jetzt ein Briefing, was wir gemeinsam besprochen haben, sondern da ist sehr viel Arbeit im Hintergrund passiert. Bei dieser Person. Zarter Typ. Hattet ihr das nie,
ihr werdet mit einem Vokabeltest überrascht und ihr wisst, ihr werdet es verkacken. Also ich denke jetzt nicht, dass ich es verkacken werde, aber einfach so dieses Gefühl. Nee, ich hatte kurze Aufregung, wenn ich dann das komplette Englisch oder Mathe mit auf die Toilette genommen habe und mir alle Sachen rausgeschrieben habe, um dann eine sehr gute Note zu schreiben. Aber auf jeden Fall ist es natürlich eine angespannte Situation und man ist sich natürlich über die potenziellen Konsequenzen bewusst. Aufregend. Ich wollte eigentlich einfach nur ausdrücken, dass es mir ein bisschen mulmig ist und dass ich aufgeregt bin, trotz aller Rationalität und dass sich dieses Gefühl in meiner Magengrube früher vergleiche. Das ist ganz normal. Also ich glaube, dass es jedem so geht. Der von der Mathearbeit ein bisschen. Nee, ich meine, wer an die Front fährt, dass der da halt ein mulmiges Gefühl in der Magengegend hat. Und ich habe natürlich auch keinen Military Background, muss man dazu sagen. Ne? Ich ja, aber auch mit militärischem Hintergrund bist du ja nicht befreit. Ja, wir sind jetzt noch genau eine Stunde von unserem Zielort entfernt. Wir sind hier gerade unmittelbar vor Mykolaiv. Man sieht hier schon den Fluss. Das ist sozusagen auch die Grenze. Die Front. Genau, das ist ja die Front und die läuft tatsächlich genau hier bei dem Auslauf des Flusses entlang. Also praktisch alles hier hinter ist schon, wie nennt man das? Besetztes Gebiet. Ja. Also es ist jetzt wird es richtig heiß und man sieht es auch schon am Horizont, da wir ja seit letzter Nacht wissen, dass ich glaube seit 2 Uhr 30 wird Kherson oder steht Kherson wieder unter Beschuss. Wir haben jetzt gleich nochmal ein Sicherheitsbriefing. Wir werden die Lage mit den neuesten Informationen neu bewerten, uns entsprechend preppen, im Kollektiv die Entscheidung treffen. Dann gucken wir, wie es weitergeht. Hast du Antibiotika dabei? Ja. Creme auf? Böses Ohr. Oh ja, es ist ganz toll. Was mir mangelt. Das ist, glaube ich, dein Blut. Das kann eh nicht schaden. Wir haben ja an der Tankstelle zwei Hunde getroffen, das ist nichts Unübliches. Und der eine hat eine Verletzung am rechten Hinterlauf. Das sieht aus wie so ein, ja, einfach ein erwachsener Hotspot oder einfach eine Verletzung. Und Babette hat das sofort gesehen und wir gucken einfach, ob wir so ein bisschen den Heilungsprozess unterstützen können. Vielleicht eine orale Antibiotika-Einnahme. Ich hau jetzt die Tabletten hier rein und die tue ich ihm jetzt einmal richtig in den Kiefer. Und dann sind die in einem runtergezügelt, mal eins per Lunge. Noch eins drin. Jetzt können wir geben, glaube ich. So. Bitte mal an, ich geh mal. Die Katze da auch noch. Ja, mein Schatz. Siehst du, dass die sich gut verstehen? Ja, prima. Oh, wie lecker. Oh, guck mal. Ist drauf. Komm mal her, ja. Komm mal her, ja, die nerven die anderen, ne? Kann ich nicht verstehen. Hab's geschafft, Malte. Yippie. Ich würde dir gerne einen Check geben, aber das ist sehr schwierig. Leidfrei und stressig. Wir haben es geschafft. Wir haben ihm Remapyl gegeben. Es ist ein gutes Breitbandantibiotikum. Das wird auf jeden Fall den Wundheilungsprozess unterstützen und zumindest auch eine neue Infektion vermeiden. Und wir haben lokal auch noch ein bisschen antibiotisches Spray aufgetragen. Wir haben es versucht, so stressfrei wie möglich zu machen, indem Malte da ein bisschen Futterparty geschmissen hat und ging super, aber auch kein aggressives Sprühen. Ja, war harmlos, deswegen alles gut. Na du? Jo, du bist ein Fein.
Das ist immer ein ganz ungewohntes Gefühl, weil wir tragen die Dinger ja nur, wenn wir hier auf dem Einsatzgebiet sind. Wir sind jeden Monat mindestens einmal in der Ukraine. Aber die Teile brauchen wir halt nur wirklich, wenn wir die Tiere evakuieren als Helfershelfer. Und das fühlt sich immer krass privilegiert an, weil man hat das Gefühl, dass die Locals, die hier leben, da tendenziell drüber lachen, weil die gehen halt barfuß einkaufen, chillen hier ab. Und wir kommen halt mit unserer Montur um die Ecke. Aber Sicherheit geht halt einfach vor. Und deswegen ziehen wir uns den Bums jetzt an, packen unsere E-Fax und dann geht's gleich los. Wie fühlst du dich, Stefan? Gut, sicher. Also meine Brust fühlt sich sicher an. Der Rest fühlt sich ein bisschen, wie soll man sagen, ich habe keinen Einfluss darauf, was passiert. Es ist so eine willkürliche Angst. Ja, ne? So eine willkürliche Angst. Irgendwie ist sie da, aber irgendwie auch nicht, ja. Weil man nicht weiß, ob was kommt und das fühlt sich so an. Nationalität gegen alles, was du in Nachrichten gesehen hast, was du vorher wahrgenommen hast aus Krisengebieten, was dir Bekannte aus dem Bundeswehrbereich geschildert haben, die in Krisengebieten waren. Wir werden sehen, was passiert. Die Auslassungs- Wir haben jetzt unsere persönliche Sicherheitsausrüstung angelegt. Primär besteht das Ganze aus einem Plattenträger, IFAC am Mann. Zusätzlich am Plattenträger sind dann hier Tourniquets und Israeli-Bandage. Je nach Gebrauch, Not kann man diese dann einsetzen. Die Bedrohung geht primär von Artilleriefeuer aus, Stand unserer Informationen. Wir sind ungefähr 2 Stunden in dem Gebiet, 1,5, wenn es gut läuft. Und dann werden wir schauen, dass wir so schnell da rauskommen, wie es nur geht. Okay, wir fahren jetzt zu... da haben wir jetzt 25 Hunde raus. Die evakuieren wir. Und wir brauchen einfach einen soliden, geraden Ablauf, das ganze Thema, also einen Algorithmus. Wir fahren immer in der Kolonne, bleiben immer aneinander. Wir haben die Funkstrecken, um uns miteinander zu verbinden. Wichtig ist, wenn wir ankommen, dass wir einen Spot finden, wo wir parken können, der überdacht ist oder einen Baum. Irgendwas, wo man das Fahrzeug nicht von oben sehen kann, so, dass das gesichert ist. Wenn das nicht möglich ist, halt irgendwie möglichst vielleicht an einer Wand oder wo. Und wichtig ist immer, dass wir schon so einparken, die Zeit müssen wir uns nehmen, dass wir straight up wieder rausfahren können. Die anderen Sicherheitsmaßnahmen kennt ihr ja schon, dass man immer auf den Flächen bleibt, nicht zur Bühne geht wegen Minengefahr. Wenn irgendwas passieren sollte, immer irgendwie an der Mauer sich hinschmeißen, so. Bürgersteig, also immer irgendwo, wo man geschützt ist, ne? Nicht einfach auf freier Fläche. Ne? Wir müssen vor Ort gucken, es können Eventualitäten passieren, dass irgendwie im Umkreis von 2-3 Kilometern vielleicht ein paar Bomben einschlagen. Dann ist es halt oft so, dass wir eventuell eine Stunde oder so abwarten müssen, bis wir wieder rausfahren können, weil die Straßen dann halt einfach gefährlicher sind, als dort vor Ort zu bleiben. Ihr arbeitet zum ersten Mal mit diesem Tierheim zusammen, die in ganz, ganz große Not an der Front. Wir agieren hier als Helfeshelfer. Hier von unserer Seite haben wir das Privileg, dass wir euch auf eurer Reise auf dieser Tierbrücke begleiten dürfen. Wir dürfen das Ganze dokumentieren, euch unterstützen. Und ihr versucht sozusagen mit eurer wichtigen Arbeit die Front zu entlasten, indem ihr bereits evakuierte Tiere von den Tierheimen an der Front noch ein Stück weiter ins Landesinnere evakuiert. Und das ist die eigentliche Arbeit. Ja. Lassen die Tierheime in Frontnähe, weil da werden alle Tiere auch von den Soldaten hingebracht. Und diese Tiere haben natürlich eine Entlastung und können wieder neue Fronttiere aufnehmen. Und das ist halt das, was wir hier regelmäßig machen. Sehr wichtige Arbeit. Ja. Danke. Danke, dass du uns dabei unterstützt, dass ihr das mitmacht. Das ist nicht selbstverständlich. Und dass ihr das den Menschen da draußen zeigen wollt, das ist cool. Jetzt, wo wir ready sind, gut gepanzert sind, haben die Angriffe nachgelassen und dieses Timing nutzen wir jetzt, um die Tiere dann rauszuholen. Wir befinden uns jetzt gerade in einer Kontrolle an einem Checkpoint und ich habe das Gefühl, die wissen nicht so ganz, was mit uns anzufangen.
die waren nicht begeistert. Und die Pässe werden jetzt gerade durchgegangen und abfotografiert. Schon eine gute Spannung hier.